Hallo Leute, heute stelle ich euch wieder eine neue App aus dem Cydia Store vor. Und zwar nennt sich die Grid Tab for Safari. Und ja, was ermöglicht diese App? Ja, diese App bringt halt was, wenn man viel mit dem Safari-Browser arbeitet und immer viele Tabs offen hat. Und das ist ja normal so, dass man die so wie hier jetzt immer so hin und her gehen muss. Ja, diese App bringt das halt, dass dann hier mehr von diesen Tabs auf einer Seite sind, also dass man die schneller anwählen kann. Finde ich eine sehr praktische Erweiterung. Und ja, die kostet allerdings 1,50 Dollar oder so. Bei der Xalize-Quelle ist sie kostenlos. Ja, um diese App zu bekommen, geht ihr einfach auf Suchen bei Cydia und gebt dann ein Grid Tab, das ist ein Wort, vor Safari. Und da müsst ihr dann die Xalize-Quelle, also das von der Xalize-Quelle runterladen, weil das ist ja kostenlos. Ihr könnt es natürlich euch auch kaufen, wenn ihr möchtet. Ja, dann geht ihr einfach hier oben auf Installieren und installiert euch das. So, wenn ihr es dann runtergeladen habt, müsst ihr auch einmal das Spring Boot restarten. Aber das ist nach der Installation automatisch. Müsst ihr einfach nur draufklicken. So, und dann könnt ihr in den Einstellungen, da gibt es dann auch nochmal eine extra Einstellungsmöglichkeit für Grid Tab. So, und hier könnt ihr das Layout dann auswählen. Entweder 2x2, wie es auch schon vorher standardmäßig ist. Das heißt, dass zwei Tabs nebeneinander dann angezeigt werden. Oder 3x3, das heißt drei Tabs nebeneinander und drei Tabs untereinander. Ist jetzt schwer zu erklären, ich zeige euch das mal in der Praxis. So ist jetzt gleich. So, hier sieht man dann das Ergebnis, wie es dann durch diese Cydia-App dann gemacht wird. Und zwar jetzt ist es 2x2. Wenn bei 3x3, dann würden halt hier 3 in einer Reihe sein und auch 3 nach unten. Dann ist aber auch das Bild jeweils natürlich kleiner. Ja, ich finde es eine sehr gute Erweiterung. Macht den Safari, das Safari Multitasking viel übersichtlicher. Und ja, das war es auch schon von mir aus. Bis zum nächsten Mal.